Ein Konstruktor in JavaScript ist nichts weiter als eine Funktion. Ganz, ganz simpel. Also im Prinzip kann jede Funktion ein Konstruktor sein. Es gibt eine Konvention, da müssen Sie sich nicht dran halten. Das macht man aber meistens so, dass man Konstruktoren immer mit großen Anfangsbuchstaben schreibt. Ich werde auch versuchen, mich daran zu halten. Der einfachste Konstruktor, den ich überhaupt bauen kann, ist eine Funktion, die gar nichts macht. Also ich nehme jetzt mal eine Funktion, die nenne ich Person und die übernimmt kein Argument und gibt auch nichts zurück. Die macht überhaupt nichts. Ja? Tut nichts. Rückgabewert ist undefined. Wenn ich aber so eine Funktion habe, irgendeine Funktion, dann kann ich die als Konstruktor benutzen. Das heißt, ich kann sowas hier schreiben. Person 1 gleich new person. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ich habe dieses Zauberwort new davor geschrieben. Und was bekomme ich jetzt? Eine Person. Es hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zu oben. Ich scroll noch mal ein bisschen zurück. Da stand vor den Objekten immer Object davor. Und jetzt steht vor den Objekten Person davor. Dadurch, dass ich diese Funktion Person aufgerufen habe. Jetzt gucken wir uns mal an, was Person 1 ist. Da kommt Object raus. Ich hatte Ihnen ja am Anfang schon gesagt, es gibt nur einige ganz wenige Rückgabewerte von Type of. Ich kann aber jetzt was anderes fragen. Ich kann nämlich fragen, ist das, was ich eben gemacht habe, eine Person? Und zwar geht das folgendermaßen: Instance of, also ist das eine Instanz der in Häkchen Klasse Person? Wie gesagt, es gibt keine Klassen, aber so ist das im gewissen Sinne gemeint. Also ist Person 1 eine Person? Antwort: Ja. Und wenn ich stattdessen eins von meinen vorherigen Objekten genommen hätte, das A lungert da ja noch rum, wäre die Antwort nein gewesen. Das ist keine Person. Also die Antwort ist ja, weil Person 1 erzeugt wurde durch diesen Konstruktor, der aber eigentlich gar nichts macht. Ja? Wir wissen ja nicht mal, ob der überhaupt aufgerufen wurde. Das können wir vielleicht mal testen, indem wir den ein bisschen umschreiben. Hier ist unsere Funktion. Die soll nach wie vor nichts machen, die soll uns aber zumindest Bescheid geben, ob sie aufgerufen wurde oder nicht. Darum schreibe ich hier mal hin, Console.log. So, also wenn die Funktion jetzt aufgerufen wird, probieren wir es mal, dann schreibt die zumindest bei der Arbeit dahin, damit wir wissen, dass die wirklich was macht. Und jetzt können wir noch mal gucken, was passiert, wenn ich Person 1 erzeuge. Dann wird die Funktion aufgerufen. Trotzdem ist noch nicht so ganz klar, was sie eigentlich macht. Ja, die hat ja nichts getan und hat auch keinen Wert zurückgegeben. Trotzdem habe ich so ein Personenobjekt bekommen. Ja, was ist der Sinn von solchen Konstruktoren? Der Sinn von solchen Konstruktoren ist, dass wir eine neue Variable bekommen, eine spezielle Variable. Das ist so ähnlich wie dieses Ding Arguments, die in der Funktion auftaucht und die heißt this. Das wird Ihnen vertraut vorkommen, kennen Sie aus anderen Programmiersprachen auch. Das heißt, wenn ein Konstruktor aufgerufen wird, dann wird sozusagen ein leeres Objekt in die Funktion reingesteckt und das können Sie über this erreichen. Das gucken wir uns mal schrittweise an, was da abläuft. Ich ändere jetzt meine Funktion nochmal. Und zwar lösche ich mein a hier mal und schreibe hier vielleicht mal null rein. Also a ist jetzt eine globale Variable, in der null drin steht. Und meinen Konstruktor von vorhin, den schreibe ich um. Der soll jetzt nicht mehr sagen, was er tut. Wir wissen ja inzwischen, dass er aufgerufen wird, sondern wenn der aufgerufen wird, dann soll der sich in dieser globalen Variable in a den Wert von this merken, damit ich, nachdem der Konstruktor aufgerufen wurde, gucken kann, was er jetzt in a denn gespeichert hat. Was ist dieses this eigentlich, was da aufgerufen wird? Jetzt rufen wir zum x-ten Mal den Konstruktor auf, so wie hier. Hat sich nichts geändert. Und jetzt schauen wir, was in a drin ist. Auch so ein Person-Objekt. Und zwar, und das haben Sie sich jetzt vielleicht an der Stelle schon gedacht, das ist dieses Ding. Ja? Also das Ding, was nachher rauskommt, wenn ich new aufrufe, das Objekt, was erzeugt wird, ist das this, was dem Konstruktor übergeben wird. Und der ganze Sinn der Sache ist natürlich, dass der Konstruktor jetzt mit diesem this irgendwelche Dinge machen kann. Ja? Dafür ist der Konstruktor da. Also das, was man klassischerweise
tun würde, ist, dass man dann irgendwelche Properties hinzufügt, und genau das werden wir auch gleich tun. Ich will Ihnen vorher noch eine Sache erzählen, die ich Ihnen schuldig geblieben bin vorhin. Ich hatte, als wir über dieses Apply gesprochen haben, gesagt, da gibt es ein erstes Argument, von dem ich Ihnen jetzt noch nicht sagen kann, was das ist. Das ist das This. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Ich baue mir jetzt irgend so ein Fake-Objekt hier. Das ist also jetzt irgendein Objekt, was da ist. Und jetzt rufe ich meinen Konstruktor auf mit dem Apply von vorhin und übergebe ihm als erstes Argument, wo wir vorhin null geschrieben haben, mein Objekt foo. Und dahinter gar keine weiteren Argumente. Und wir hatten ja unsere Funktion Person war ja hier oben die in der globalen Variablen a sich das this gemerkt hat. Und wenn wir jetzt gucken, was in a drin ist, dann werden wir sehen, dass da jetzt dieses foo drin ist. Ja? Also wenn ich sowas wie apply aufrufe und an die erste Stelle irgendwas hinschreibe, dann übernimmt das innerhalb des Funktionsaufrufs die Rolle von this. Und das gleiche gibt es wie für apply mit einem Array von Argumenten, gibt es auch ohne diese Array-Schreibweise. Das heißt dann call. Funktioniert genauso. Das würde dann so aussehen. Das sind also nichts weiter als zwei Funktionen, bei denen, also zwei Arten Funktionen aufzurufen, bei denen Sie der Funktion explizit vorschreiben können, welchen Wert this haben soll. Ist manchmal ganz praktisch. Oder wenn Sie die Funktion ganz anders benutzen, wie vor der Pause, dann schreiben Sie einfach null hin und dann wird this nicht gebunden. Okay, jetzt wollte ich aber eigentlich dahin kommen, wie man wirklich so einen Konstruktor macht. Vielleicht mache ich hier mal so einen Reload und fange nochmal ganz von vorne an. Ich baue mir also wieder eine Funktion. Und nehmen wir Person hat einen Vornamen und Nachname, also schreiben wir hier sowas hin wie First Name, Last Name. Das ist das, was dem Konstruktor übergeben wird. So, und jetzt, das ist das, was man dann typischerweise macht. This First Name ist der First Name. Und this last name ist der last name. Und Sie haben ja schon gesehen, Sie müssen nichts zurückgeben in dem Konstruktor, weil der Rückgabewert für den Operator new sowieso irrelevant ist. New gibt Ihnen sowieso das zurück, was im Laufe der Funktion this heißt. Sie können das Objekt manipulieren. Das, was zurückgegeben wird, dafür sorgt new schon. So, und jetzt können wir gucken, was passiert. Jetzt schreibe ich hier Person 1 gleich New Person. Und jetzt habe ich eine Funktion, Sie sehen es oben, die zwei Argumente erwartet. Da kann ich jetzt also wirklich was eingeben. Und das Ergebnis ist jetzt ein Person-Objekt. Die Identität hat es durch den Namen des Konstruktors bekommen. Und bei dem sind jetzt zwei Properties gefüllt, weil das genau das ist, was ich hier gemacht habe. Denken Sie dran, in dem Moment, wo die Funktion aufgerufen wird, ist this ein leeres Objekt, hatten wir ja vorhin gesehen. Aber wir hatten ja schon beobachtet, dass man bei Objekten einfach Properties hinzufügen kann, wie bei einem Hashtable. Und wir haben einfach zwei Properties hinzugefügt und haben da diese Werte reingeschrieben. Darum bekommen Sie dieses Ding hier jetzt. Und natürlich können Sie jetzt sich auch noch andere Objekte von dieser Art erzeugen. Jetzt haben Sie noch ein anderes Ding hier. Und Sie können natürlich genau das, was wir jetzt auch gemacht haben, nach den einzelnen Properties fragen. Und Sie können, diese Properties sind ganz normal Eigenschaften des Objektes, auf die Sie zugreifen können. Sie können die auch ändern. Wenn Sie sich jetzt Person 1 angucken, dann sieht das so aus. Ich glaube, da ist jetzt erstmal nichts so dramatisch Interessantes dabei. Das Wesentliche ist eigentlich nur, dass man sich diesen Mechanismus einmal klar gemacht haben sollte, dass dieser Konstruktor ein bisschen anders funktioniert als andere Funktionen. Aber das ist ja was, was Sie eigentlich aus Java auch schon kennen, dass Sie da dieses this haben und eigentlich nichts zurückgeben müssen. Das ist im Prinzip von der Idee her übernommen worden. Wir können jetzt eigentlich zu Methoden kommen. Und Methoden sind, wenn man die Sache verstanden hat mit den Funktionen, wie Funktionen in JavaScript behandelt werden, dann sind Methoden nichts weiter als weitere Properties. Eine Property kann eine Zahl sein oder ein String oder ein anderes Objekt oder eine Funktion. Ja?
Und wenn eine Property eine Funktion ist, dann ist sie etwas, was man typischerweise Methode nennt. Aber sie ist einfach eine Eigenschaft des Objektes, die halt zufällig eine Funktion ist. Und weil sie eine Funktion ist, kann man sie anwenden. Dafür werden wir unseren Konstruktor noch mal ein bisschen verbessern. Das ist unser Konstruktor und ich führe jetzt hier noch mal eine weitere Property ein, die nenne ich, sagen wir mal, FullName. Und das soll jetzt eine Funktion sein. Function. Kein Argument. Und die soll zurückgeben. Return this fname plus LehrerString plus this lname. Sie sehen, ich habe jetzt also drei Properties, Vorname, Nachname und eine Funktion, die heißt voller Name und die gibt einen String zurück, der zusammengesetzt wird aus dem Vornamen, dem Nachnamen und dazwischen einem Leerzeichen. Jetzt können wir uns wieder so ein Objekt basteln. So, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen haben. Wir haben ein Objekt bekommen, das drei Properties hat. First Name, Last Name und Full Name ist eine Function, die erstmal hier nicht weiter spezifiziert ist. Und ich kann jetzt natürlich auch auf diese neue Property zugreifen. Full Name ist eine Funktion. Ja. Das ist aber nicht das, was mich wirklich interessiert, diese Funktion, sondern im Allgemeinen möchte ich diese Funktion anwenden. Und das mache ich jetzt auch mit der üblichen Schreibweise. Ich schreibe hier Klammern dahin. Das heißt, diese Funktion wende ich jetzt an, die nimmt ja keine Argumente. Und das ist dann einfach klassischerweise das, was man eine Methode nennt. Und da kommt jetzt raus, das, was wir auch erwartet hatten. First Name, Leerzeichen, Last Name. Und jetzt kann ich natürlich da so ein bisschen mit rumspielen und zum Beispiel den First Name ändern. Dann komme ich bei Full Name was anderes raus. Das sind eigentlich schon mal die Basics von dem Objektsystem in JavaScript. Allerdings muss man da so ein bisschen aufpassen wieder, weil man sich folgende Frage stellen könnte. Schauen wir nochmal in die Definition. Wenn ich die Funktion FullName aufrufe, dann bekommt die ja keine Argumente. Und die holt sich den Vornamen und den Nachnamen von this. Jetzt könnte es zwei Gründe dafür geben, dass das funktioniert. Wir haben ja eben gesehen, dass es funktioniert, aber es könnte zwei Gründe dafür geben. Der eine Grund ist, dass dieses this auch innerhalb dieser Funktion magisch ist. Ja? Dieses this ist ja so ein Ding, was da quasi so magisch in den Konstruktor reingehauen wird und wir dürfen es einfach benutzen. Und es könnte sein, dass das innerhalb der Methode auch magisch ist. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Methode eine Closure ist, die sich das this merkt. Wie könnte man das rauskriegen? Das ist ja unsere Funktion hier. Wenn das eine Closure ist, dann ist das Ding ja eine ganz normale Funktion, die ich anwenden kann. Und die, hatte ich ja gesagt, im Gepäck ihr Wissen über das Objekt mit sich rumträgt. Dann probieren wir das nochmal aus. Ich gebe dem vorsichtshalber mal einen anderen Namen. Ich nenne das mal f. Jetzt habe ich also hier meine Funktion f. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das eine Closure ist, dann müsste ich die ja auch aufrufen können. Und da müsste jetzt Bart Simpson rauskommen. Kommt es aber nicht. Also die Erklärung, dass das eine Closure ist, funktioniert in diesem Fall nicht. Tatsächlich ist das this auch innerhalb von geschachtelten Funktionen im Konstruktor immer noch magisch und muss darum auch entsprechend der Funktion mitgeteilt werden. Und das würde sich jetzt auch nicht ändern, wenn ich in diese Funktion Person1 reinstopfe, weil die ja mit ihrem Argument sowieso nichts macht. Die erwartet ja gar keine Argumente, kommt immer noch undefined raus. Haben Sie eine Idee, wie ich diese Funktion trotzdem so verwenden könnte, also diese Funktion f, so verwenden könnte, dass da Bart Simpson rauskommt? F.call. Genau. Jetzt kommt wieder dieser Mechanismus zum Tragen, f ist irgendeine Funktion und wenn ich die mit call aufrufe, dann stopfe ich das erste Argument in this rein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo f ausgeführt wird, ist this Person 1.
Und wenn wir uns nochmal angucken, was f eigentlich war, das war diese Funktion hier, dann ruft sie halt von diesem Objekt die entsprechenden Dinge auf. Ja. Also das nur nochmal, um klarzumachen, wenn Sie, das ist die typische Methode, das zu machen, wenn Sie Funktionen reinschreiben in so ein Objekt, dann ist dieses this die ganze Zeit magisch, ja, und lässt sich auch nur mit den entsprechenden Mechanismen erreichen. Das ist keine Closure in dem Sinne. Und wir können aber vielleicht trotzdem mal gucken, wie das Ganze mit einer Closure aussehen würde. Das ist ja auch eine wichtige Sache, um uns den Unterschied klar zu machen. Ich merke mir das mal hier, lade neu und schreibe mir den gleichen Konstruktor nochmal hin und schreibe den jetzt mal ein bisschen um. Ich könnte ja auch Folgendes machen. Ich könnte ja hier fname und lname hinschreiben. Wenn ich das mache, dann habe ich wirklich eine Closure. Weil ich hier lokale Variablen habe, die heißen fname und lname und die werden in dieser Funktion benutzt, also merkt sich diese Funktion, diese Namen. Die sind jetzt im Gepäck von meiner Closure drin. Nur was bedeutet das denn jetzt? Fname, jetzt stimmt es. So, jetzt haben wir hier, das ist noch alles so, wie wir es erwartet haben. Fullname ist Homer Simpson, Fname ist Homer und so weiter. Und jetzt ändern wir das hier und schreiben hier einen anderen Namen hin. Und was kommt jetzt raus? Homer Simpson. Weil an dieser Stelle in der Closure zurückgegriffen wird auf den Wert von fname zu dem Zeitpunkt, als der Konstruktor aufgerufen wurde. Da war es Homer. Danach habe ich den geändert, aber ich habe ihn geändert als Property von this. Und diese Methode greift gar nicht mehr auf this zu, sondern die hat sich einfach dieses fname hier gemerkt. Das heißt, in dem Objekt selbst hat sich natürlich was geändert. Person 1 heißt jetzt tatsächlich Bart Simpson, aber die Funktion fullname passt dazu nicht mehr. Ja? Darum müssen natürlich auch Ihre Methoden immer auf this zugreifen. Aber das sind auch eigentlich alles Dinge, die Ihnen klar sein müssten, weil sie so funktionieren wie in anderen Programmiersprachen auch. Nur sind halt hier teilweise die Dinge, die unter der Motorhaube passieren, so ein bisschen anders. Darum sollte man sich nochmal klar machen, was geht und was nicht geht. Und dazu habe ich auch eine Stundenübung.